Bald ist WrestleMania, die größte Wrestling-Show des Jahres, the granddaddy of them all, wie es immer wieder genannt wird. Es gibt 15 Matches und ganze 15 Main-Events davon. Letztes Jahr waren sehr, sehr viele enttäuscht, was das größte Event des Jahres angeht. Es war groß, aber leider auch sehr, sehr lang. Zu lang für viele. Langweilig und schwach gebuckt, das hat man immer wieder gehört bzw. gelesen in Bezug auf WrestleMania. Eine der schlechtesten WrestleManias. Die Länge, die diese WrestleMania hatte, hat sehr, sehr vielen überhaupt nicht in den Kram gepasst. Mit dem Kickoff zusammen hat man da einfach mehr als 7 Stunden gesendet und beim WWE Network kann man das ja auch. Man macht sich seinen Plan einfach selbst. Das zeigt einen Wandel, der auch dieses Jahr, denke ich, abzusehen sein wird, und zwar die moderne WrestleMania. Wrestling ist nicht mehr so wichtig, Mainstream-Appeal wird groß geschrieben, große Namen, Momente kreieren, Allstars zurückholen, Überlänge und so weiter. Die moderne WrestleMania kostet 10 Euro auf dem WWE Network, dauert ewig lang, und wenn man 10 Euro im Bezug zu dem Preis sieht, den es für WrestleMania vor einigen Jahren gab, der ja über 50 Euro lag, dann ist das für den Konsument zwar gut, aber auch ein deutlicher Wertverlust. Man hat früher 50 Euro gezahlt, hat deswegen auch super viel erwartet, jetzt zahlt man 10 Euro bei der modernen WrestleMania für das WWE Network, ist natürlich super als Preis, aber die Bedeutung und der Wert von diesem großen Event geht in gewisser Weise verloren. Aber ist ja auch egal, man braucht ja sowieso nur Momente. Momente, die danach keine Bedeutung mehr haben, wie zum Beispiel der Zack Ryder Titelgewinn bei WrestleMania 32. Eine Entwicklung ohne Relevanz, ohne Storyline-Bezug, ohne Weiterführung im Nachhinein. Dann gab es einfach bei der Raw danach wieder den Titelverlust. Stipulations werden vergessen, wie bei Shane McMahon gegen den Undertaker, wo klar gesagt wurde, Shane hält sich aus dem ganzen Leitungsbusiness raus, wenn er denn gegen den Taker verliert, er hat verloren, aktuell ist er immer noch SmackDown General Manager oder Commissioner besser gesagt. Siege und Niederlagen sind völlig egal, wie bei AJ Styles, der sein Match gegen Chris Jericho zwar verloren hat beim WrestleMania-Abend letztes Jahr, dennoch aber den Pay-Per-View darauf im Main-Event stand um den World-Title. Es geht bei der modernen WrestleMania nur um Momente, nicht um Logik in Sachen Storylines und Siegen bzw. Niederlagen. WrestleMania 33 wird von Brock Lesnar und Goldberg als größtes Match geheadlined werden. Ein WrestleMania-Rematch aus 2004, zwei Teilzeit-Wrestler, ein Beast und ein Opa um den World-Title. Der Vorteil hier, die Leute kennen Brock Lesnar und die Leute kennen Bill Goldberg. Aber die Frage ist natürlich auch, wie sollen denn Casual-Viewer Leute wie einen Kevin Owens, einen Seth Rollins, einen Sami Zayn und einen Samoa Joe schätzen lernen, wenn diese nicht groß präsentiert werden, sondern die alten Leute nach oben an die Spitze geholt werden. Die moderne WrestleMania ist die Nacht für die, die maximal 4-mal im Jahr WWE einschalten, für die, die aktuelle Wrestler nicht kennen und auch nicht kennen wollen, für die, die ein großes Spektakel sehen möchten. Die moderne WrestleMania ist aber auch die Nacht, in der Pro-Wrestling-Fans enttäuscht werden, gegen das Einschlafen kämpfen müssen und sich über den Einsatz von alten Legenden gegenüber frischen Superstars wundern. Man versucht sich für den Mainstream, für die Masse zu öffnen. Wer aber nach allen Seiten hin offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Es gibt einen Split im Publikum. Man produziert eine Show für die, die ausnahmsweise einschalten und nicht für die, die sowieso einschalten, da die nach einer enttäuschenden WrestleMania trotzdem pünktlich am Montagabend den Fernseher wieder einschalten.